Hallo Guys und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Tales of Phantasia. Im letzten Part haben wir noch Edward den Wizard gesucht und eventuell mussten wir dafür ein paar Basiliskenschuppen farmen. Aber ich zeig euch mal was. Ich habe 5 Basiliskenschuppen gefarmt. Also gehen wir jetzt einfach hier rein und gucken, was geschieht, Alter. Oliveo. Was geht, Bruder? Ey, was habt ihr da? Was ihr da habt, sind doch Basiliskenschuppen, oder? Warum übernachtet ihr nicht hier? Es geht aufs Haus, Zwinker, Zwinker. Alright. Ja, ich sag besser ihr anderen Bescheid, ne? Ja, mach mal das mal besser, ne? Du Arsch, du. Ich habe mir das Item nochmal genauer angesehen und Basiliskenschuppen sind eigentlich echt ganz nice Items, ne? Meister Chris! Edward ist zurück! Nani! Schande! Hallo! Ihr seid also... Ihr wollt mir tatsächlich die wertvollen Basiliskenschuppen geben? Du bist bestimmt Edward! Eigentlich... Nani! Morrisonere! Stimmt, das sieht echt ein bisschen so aus. Mein Familienname ist Morrison, aber... Warum seid ihr so überrascht? Was ist denn los mit euch? Edward, bitte lest euch zuerst diesen Brief durch, okay? Eine Empfehlung von Grom? Es muss einen guten Grund geben, mich hier aufspüren zu wollen. Den gibt es. Aber darüber würde ich lieber hinter verschlossenen Türen sprechen. Ja, also dann. Ihr habt also Prinz Leirid gerettet. Das stimmt. Sie haben uns danach gefangen genommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Oh, ho, 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 ho. Eine gute Point. Ja, richtig funny, ne? Aber ich denke, ich verstehe die Lage. Also, was sollen wir tun? Es gibt eine raschere Lösung, als nach einem anderen Ring zu suchen. Und soweit ich sehe, wird dieser zerbrochene Ring dafür verwendet, einen Elementargeist von unglaublicher Macht zu beschwören. Ich denke nicht, dass ihr einen weiteren dieser Art irgendwo finden werdet. Schließlich ist er das Werk eines Elfen und eines Zwerges, die schon lange verstorben sind. Ja, aber wie gehen wir jetzt weiter vor? Geht in den Ymir-Wald. Dort müsst sich euch eine Möglichkeit bieten, ihn zu reparieren. Das Elfenland. Wir werden uns auf keinen Fall den Zutritt gestatten. Beruft euch auf Lundgrom. Solange ihr eine Empfehlung aus Alvinista habt, werdet ihr keine Probleme haben. Auf jeden Fall bin ich für euch sehr dankbar für die Basiliskenschuppen. Ich suche nach Verbündeten und gehe nach Midgard, bevor der Krieg ausbricht. Ich würde gerne, ja? Ich hoffe, unsere Verbündeten sind so wie ihr. Leute, auf die wir uns verlassen können. Ich kann euch nicht zwingen, wenn ihr kein Interesse habt. Nun dann, vielleicht sieht man sich mal wieder, ne? Ja, wir wollen eigentlich schon da aus die Fresse polieren, ich sag's ja nur. Wart mal, Brudi! Na nee. Morrison! Ja? Schaut euch dieses Buch an. Ich bin sicher, das hilft euch weiter. Das scheint recht alt zu sein. Ist das meine Handschrift? Und meine Unterschrift? Trinitus D. Morrison. Das ist der Name des Mannes, der es mir anvertraut hat. Er war ein Morrison. Einer eurer Nachfahren. Denn wir kommen aus der Zukunft.
Oh, verstehe. Du verarscht mich, Brudi. Schließlich bin ich noch mitten in der Erforschung dieses Themas. Nun, vielleicht trägt eure Arbeit Früchte und euer Nachfahre in der Zukunft. Auch wenn du die Wahrheit sagst, will ich so etwas nicht hören. Na, nie. Eba? Es gibt etwas, das du über uns nicht weißt. Weißt du, Chris und ich sind 100 Jahre in der Zeit zurückgekreist, um hierher zu kommen. Was? Mit anderen Worten, dann... Ja. Ihr meint damit, für euch bin ich eine 100 Jahre alte Omi? Edwards Nachfahre hat uns in diese Zeit geschickt. Gibt's hier eigentlich keine Musik oder habe ich was rausgerissen? Wart mal. Nee, sollte alles okay sein. Hier gibt's wohl einfach keine Musik. Okay, danke Spiel. Danke für nichts, Alter. Edwards Nachfahre hat uns in diese Zeit geschickt. Ja, okay. Oh, okay, ein Soundeffekt, Gott sei Dank. Ja, danke, ne? Oh ja, das ballert. Das ist ein schönes Lied. Ich vermute, ihr wisst, wie der Krieg verlaufen wird. Und auch, was nach dem Krieg und in der Zukunft passieren wird. Aber ich werde nicht einfach aufgeben, nur weil ich die Zukunft kenne. Immerhin seid ihr hier, um meinen Nachfahren und euren Freunden zu helfen. Ihr seid hier, um die Zukunft zu verändern. Ich habe auch dieses Bedürfnis. Wie vergeblich dieses Bemühen auch sein mag. Das habe ich so nie so gesagt. Nein, ich weiß einfach, dass ihr genauso fühlt. Und nichts beweist dies mehr als eure Anwesenheit hier in dieser Zeit. Morrison! Bitte wartet Midgards auf uns. Ich weiß, wir werden uns wiedersehen. Wir werden euch dann helfen. Habt ihr die Hoffnung, in die Zukunft zurückkehren zu können? Das ist ebenfalls etwas, was wir herausfinden müssen. Da muss ich mir etwas einfallen lassen, bevor wir uns wiedersehen. Wenn mein Nachfahre dazu in der Lage war, dürfte es keinen Grund geben, warum ich es nicht auch schaffen sollte. Um die Wahrheit zu sagen, wollte ich die Forschung zur Zeitreise schon aufgeben. Gebt alles, was ihr habt. Ihr auch. Gut, dann lass uns zurück nach Alvinista gehen. Lautgrom soll uns einen Pass geben, damit wir das Elfenland betreten dürfen. Alright! War ich nicht sogar schon mal beim Elfenland und die haben gesagt, hey Mensch, verpiss dich? Ah, bin ich mir nicht mehr so 100% sicher. Egal, auf nach Alvinista! Okay, erstmal kämpfen wir, schätze ich. Ah, Leute, ich habe richtig, richtig Bock auf Tales of Phantasia. Und in nächster Zeit werde ich auch bis Tales of Berseria zocken mit Freunden. Das wird auch richtig cool. Aber darüber habe ich, glaube ich, schon im letzten Part geredet, also. Aber Zeit für ein bisschen frischen, neuen Wind, würde ich sagen, also. Wow. Die Wüste ist aber gar nicht so über zum Leveln. Ich glaube, während der Farm für Basilisken sind Amber und Klausi ein Level aufgestiegen oder Mind und Klausi, irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall Klausi. Unser Schatzi. Hi. Ja, sehe nach Alvinista, ne? Ja. Komm, Opa, mach mal. Ja, ist interessant. Ich meine, ich würde niemanden glauben, der sagt, hey, du Arschloch, ich komme aus der Zukunft. Auf der anderen Seite hatten wir einen guten Beweis, ne, mit diesem Buch. Sehr seltsam. Ist ein handschriftlich verfasstes Buch. Was für Neandertaler, oder? Ich habe, glaube ich, noch nie ein Buch gesehen, was einfach komplett handschriftlich gemacht war, oder? Oh. Wie seltsam. Ich meine, ich habe solche kleinen Büchlein, wo ich reinschreibe, aber das zählt wohl wenig, oder? Naja. Ich hoffe, Lundgrom ist immer noch an dem Ort, wo er sonst immer rumhängt. Hier war er, glaube ich. Hallo!
Lord Lundgrom, dürfen wir kurz mit euch sprechen? Aber natürlich! Ich vermute, ihr habt mittlerweile mit Edward gesprochen. Genau darüber möchten wir mit euch reden. Können wir dazu bitte nach draußen gehen? Nein! Dieser Edward, wie konnte er euch das ohne Rücksprache mit mir zu halten, einfach so sagen? Wir brauchen etwas, das wir den Elfen zeigen können, damit wir in den Ymirwald dürfen. Das ist keine einfache Bitte. Ich brauche einen Tag oder mehr dafür. Ja, danke für nichts. Ich schätze, wir gehen dann ins Inn oder so, chillen ein bisschen, sparen unser Life. Kann man durchaus mal machen. Ey, Oma, ich will hier chillen. Ja, hi, willst du hier chillen? Cool, Alter. Ja, gute Nacht, ne? Ja, danke. Dann gehen wir wieder zu Lundgrom und gucken, ob er uns da doch nicht schon nochmal weiterhelfen kann, der kleine Fratz. Irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob das so gut läuft. Ich meine, werden nicht meine Cuts ziehen. Ah, ist schon okay. Ist schon okay. Gucken wir einfach mal, was los ist. Ah, da ist er schon wieder. Hey! Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Steckt euch dies an eure Kleidung. Und ich muss euch warnen. Halbelfen dürfen den Ymirwald unter keinen Umständen betreten. Haben wir nicht eine Halbelfin dabei mit Amber? Ich meine, bei Symphonia ist es so, dass nur Elfen Magie nutzen können, deswegen, naja. Überquert die Brücke östlich von hier und haltet euch dann südwestlich. Dann gelangt ihr zum Ymirwald. Osten, dann Südwesten. Okay, danke. Ich bilde mir wirklich ein, dass wir dort schon mal waren, aber vielleicht irre ich mich auch. Naja. Also ich glaube echt, Amber ist eine Halbelfin, aber kein Plan. Ah ja. Halbelfen? Er meint mich, nicht wahr? Tut mir leid, Amber. Oh, macht nichts. Ich warte so lange im Gasthaus auf euch. Halt die Ohren steif, wir sind schneller zurück, als du bis drei zählen kannst. 1, 2, 3. Crest ist ein dreckiger Lügner. Hä? Wow, sie hat sich in eine Oma verwandelt. Alles klar. Good job. Südwestlich, ja. Also hier lang und dann nach links. Okay. Oh nein, Horror und Käferbär. Das ist meine Hauptfeinde. Schlätz. Gungir sei Dank, dass wir diesen mächtigen Feind vernichten konnten. Ich frage mich, ob wir dort neue Ausrüstung bekommen. Das wäre cool. Ja, dann müsste das irgendwo hier sein, ne? Gut, wahrscheinlich jetzt nicht hier. Hallo? Ich bin gerade dabei, etwas Interessantes auf der Spur zu kommen. Verpisst euch. Ja, ist ja gut, Opa. Dann gehe ich halt wieder, Arschloch. Ja, hier sind wir wohl ein bisschen falsch. Na, ihr wisst ja, nicht alles, was wandert, ist verloren. Aber ich bin es ganz sicherlich. Wow, hey, die Kröte überlebt ja sogar drei Schläge. Cool. Heftig. Richtig stark. Safe. Da-da-da. Immer noch getriggert, dass Safe nur einem Schaden macht. Da-da-da-da-da-da-da. Ich weiß nicht, ob das so als Raptor zählt, aber okay. Die kleine Eule da. Alter. Mind hat den letzten Kill gemacht. Oh, shit. Wow, ey. Mind, man kann dich einfach nicht mögen, oder? Please don't hate me. Hättest du dir mal früher überlegen müssen, du du schöne Frau. Der hab ich's gegeben. Ja, muss ich jetzt da rein vielleicht? Hallo? Hallo? Es ist verschlossen. Ja, nicht cool, ne? War ich hier nicht schon mal? Ich glaube schon. Ah ja, dann gehe ich halt wieder. Toll. Dödödödöd. Mehr Raptoren. Alter, heftige Viecher. Lightning Tiger Blade. Nevermind. Sie sterben wie die Fliegen. Sie hatten nie eine Chance.
Hühnchenfleisch aus dem Raptor gerissen. Das ist bestimmt lecker. Okay. Ah, hier war das, ne? Hi. Wer seid ihr? Ob hier haben nur Elfenzutritt. Ohrenarsch. Magische Fähigkeitenarsch. Augearsch. Geht sofort. Wir haben eine Erlaubnis. Dieses Wappen. Ja, zeig mal, du, Allmann. Allmann. Ja, geil, Alter. Es ist das königliche Wappen von Alvinister. Ja, okay. Wir mögen keine Menschen. Aber wenn ihr aus Alvinister kommt, oh shit. Ja, ist in Ordnung. Oh mein Gott. Ja. Das ist schön für uns, wie wir hier sind. Hier gibt's Monster? Junge, was macht denn diese Wache denn hier? Mittagessen? Orkrot. Alles klar, Bruder. Afraid! Verbrenn die Bitch! Okay, die Monster hier sind genauso schwach wie überall sonst. Erbärmlich. Weißt du, Halbäffen lassen die Fotzen nicht rein, aber Menschen locker easy, ey. Irgendwie ziemlich verwittert hier. Unangenehm. Rising Phoenix! Und Efreet. Ich mag die Gegner hier, die sind irgendwie süß. Die kleinen Baummenschen. Wow, Chris ist nicht mal im Siegesbildschirm. Wie sad. Immerhin haben wir einen Apfel bekommen. Das ist auch was wert, schätze ich. Was ist das für ein komisches Labyrinth, Alter? Ich dachte, die leben hier einfach. Ey, guck mal. Ein sehr harmlos aussehendes Wesen. Lass uns umbringen. Ach, die Musik ist so gut in diesem Spiel. Mein Gott. Immer wieder drei Orgasmen gleichzeitig bei dem Lied. Alter, hast du mich gerade mit deinem Penis angreifen wollen? Oh, shit. Jetzt weiß ich, wieso wir sie abschlachten. Habt ihr die Scheiße gesehen? Wenn nicht, dann spul zurück. Das ist Wahnsinn. Warte, komme ich jetzt von oben oder von unten? Ne, ich glaube, hier bin ich ganz richtig. Never mind. Ich glaube, da geht's nicht weiter. Ex-Männer. Wo sind wir hier? Prison? Gothic? Oh, oh. Rising Phoenix, hörde. Ja, Alter. Stark aussehende Gegner, lass mal direkt die schwächste Beschwörung nutzen. Good job, Klaus. Richtiger Fan bin ich von deiner Scheiße. Undine! Let's go, Undine! Schlitz, Schlitz! Undine ist so cool. Dun, dun. Lightning Tiger Blade! Ach, so ikonisch, diese Angriffe. Gar nicht mal so gute EP dafür, dass es so lange dauert, sie umzubringen. Naja. Oh, keine Wegverlängerungsspirale. Doch, doch, doch. Leider schon. Ja, scheiße. Ich wette, irgendwo versperrt so ein Baum die Sicht. Aber da geht's eigentlich weiter. Ganz sicher läuft das so hier. Dödön. Greifst du mich mit Äpfeln an? Ist es dein Scheiß ernst? Dödön. Tschüss. Ja, Klausi ist voll der Elementengott, ne? Aber gutes Geld geben die hier. Großer Fan davon. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Schön für mich. Hier wohl auch nicht. Nirgendwo. Ah, wie ätzend, ey. Wenn hier nicht wenigstens alle zwei Schritte Gegner kommen würden. Rising Phoenix. Maxwell! Hau rein, Bruder. Very nice. Tschüss. So, Leute, aber ich will... Oh mein Gott, 1200 Gold. Ich würde sagen, das war für heute von Tales of Phantasia. Im nächsten Part werden wir uns hier weiter durchwuseln und hoffentlich
finden wir dann dort einen Weg weiter. Naja, bis dahin, Leute, haut rein. Ciao.